Wir gucken jetzt auf den Kingscoin, die Nummer 1, den Bitcoin. Und ja, das, was so der Gesamtmarkt eigentlich gerade auch so ein bisschen abbildet. Wenn wir hier so ein bisschen rauszoomen, wir sind gerade in Stundencandles, können wir ganz gut sehen, dass wir ja nach den EZB, sage ich schon, nach den Fed-Zahlen letzte Woche ja eine ziemlich gute Erholungs-Ready erlebt haben. Die Frage ist, wenn man, ich will jetzt gar nicht aufs Chartbild gucken, weil das ist ja eigentlich auch dein Job. Für wie nachhaltig empfindest du gerade das aktuelle Marktgeschehen? Unabhängig davon, was wir jetzt noch in Taiwan gerade erleben, etc. pp., das werden wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, die makroökonomische Situation. Nur Bitcoin selbst, ist hier Stärke genug, um vielleicht mal wieder Richtung 30.000 zu gehen? Möglich wäre es. Also ich habe in meiner Gruppe schon vor, also im Pump noch, in der aktuellen Rallye noch gesagt, damit ich Bitcoin erstmal bei 24.500 sehe. Das haben wir auch letztendlich relativ erreicht. Ich glaube, wir waren ein bisschen drüber an der CME. Mhm. An der Chicago Mercantile Exchange. Also ein Chart, den ich viel mehr beobachte als irgendein Binance-Chart zum Beispiel, weil das halt ein traditioneller Markt auch tatsächlich dann ist. Traditioneller Futures-Markt. Und damit wir dann nach einem Pullback eventuell 28,5 sehen könnten. Warum? Da haben wir ein Gap an der CME. Schon eine ganze Weile. Ja, das war der letzte starke Abverkauf, den wir gesehen haben. Und da hat sich ein Gap gebildet. Und wie wir wissen, die werden gerne gefüllt. Nicht immer. Es gibt keine Garantien für gar nichts natürlich. Aber ich könnte schon sehen, und dann sind wir nicht mehr weit weg, vielleicht noch so ein Wick hoch auf 30.000. Insgesamt gehe ich aber auch davon aus, damit wir hier keine Trendwende erleben. Denn ich weiß, du hast gesagt, unabhängig von allem anderen, wir dürfen Makro aber nicht rauslassen im aktuellen Absolut. Geschehen. Und ja. Ich rede gar nicht von den Geschehnissen in der Ukraine oder da jetzt mit Taiwan unbedingt, sondern allgemein Makro, ja, Inverted Yield Curves zum Beispiel in den USA und so weiter, nicht nur dort. Rezessionsangst in praktisch allen Nationen, wenn man so möchte. Außer USA, weil da gibt es keine Rezession. Haben wir ja da selbstverständlich nicht. Die Inflation war ja auch nur vorübergehend. Genau. Anyway, und ich denke, ja, wenn wir dieses Gesamtmakrobild eben sehen, dann kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Wir haben in den ganzen Abverkaufsmonaten jetzt gesehen, dass Bitcoin mehr von den traditionellen Anlegern, ja, nicht uns Crypto-People, sondern die traditionellen Anleger, mehr als Risk-On gesehen wurde, anstatt Risk-Off und Inflation-Hedge und so weiter. Diese ganzen Narrative sind so ein bisschen in den Hintergrund getreten und dann halt die starke Korrelation mit den US-Aktienmärkten, S&P 500, vor allem aber auch die Nasdaq, ja, NDX. Und ich denke einfach, ja, wir sehen hier eine Bärenmarkt-Rally, eine Relief-Rally, wie man so schön sagt, was ja auch wiederum mit Emotionen zu tun hat, nicht wahr? Wir haben jetzt alle monatelang finanziellen Schmerz hinter uns. Und dann pumpen die Preise endlich mal wieder. Und dann willst du natürlich was sehen. Und dann geht da was ab plötzlich, emotional betrachtet. Und so kommen dann solche Pumps zustande. Nur ich denke, ich glaube nicht, damit wir hier die Trendwende sehen und irgendeine wundersame Fortsetzung von 2021. Zumindest nicht jetzt schon. Ich denke eher, damit wir uns vielleicht in eine neue Range begeben, in eine breitere Range, als wir zuletzt gesehen hatten, um dann solides Basebuilding, nennt sich das dann im Technischen, zu betreiben. Also sprich, schön seitwärts, Akkumulation, langsam Bottoming out, vielleicht nochmal eine Stufe tiefer, ist auch nicht ausgeschlossen, kann man nie ausschließen. Aber niemand weiß es natürlich am Ende, nicht wahr? Aber wie gesagt, ich denke, Potenzial bis 28,5 ist da, aber ich kann bei Weitem jetzt nicht sehen, damit wir, keine Ahnung, wieder auf 50.000, 60.000 hochschießen. Auch bei Ethereum im Übrigen möchte ich bloß gleich dazu erwähnen für viele, weil wir da gerade so drüber gesprochen haben, das bullische Narrativ und was weiß ich, das stimmt. In meinen Augen ist das so. Aber ich denke auch, damit Ethereum von Makro zu gegebener Zeit dann aufgehalten wird. Ich meine, du hast es erwähnt, der Merge ist jetzt momentan irgendwie so Mitte September geplant. Das Timing ist natürlich perfekt, weil da haben wir dann auch die nächste Entscheidung von der Federal Reserve eben in den USA zum Leitzins. Und die werden wohl kaum verkünden, damit sie jetzt die Zinsen plötzlich wieder kürzen und Quantitative QE irgendwie wieder einführen oder so. Noch nicht zumindest. Da werden die Märkte schon noch ein bisschen bluten müssen, bis das dann soweit ist. Aber anyway, ich denke, jetzt erstmal haben wir diese Bewegungen. Jetzt erstmal kann man sich daran natürlich erfreuen. Trader freuen sich, inklusive mir selbst, über diese Bewegungen, ja, endlich mal nicht mehr shorten. Tut auch mal gut. Ja, also für die geschundene Shorter-Seele. Ja. Für die geschundene Shorter-Seele, genau. Ja, kann natürlich auch gut ausgehen. Also ich meine, Volatilität ist für Trader natürlich super. Für diejenigen, die gerade auch langfristig im Markt sind, die fragen sich natürlich oder haben auch ihre Sorgen, wann löse ich das Ganze wieder auf? Deswegen drehe ich die Frage vielleicht auch direkt mal um. Ich würde den Bitcoin-Kurs gerne abschließen mit der Gegenfrage. Du hast jetzt gesagt, okay, hoch Richtung 28,5 fühle ich. Woher soll die Kraft tatsächlich kommen, wenn die makroökonomische Situation einfach unklar und unsicher bleibt? Ich denke auch, dass wir gerade in einer angenehmen Phase sind, in einer Phase der Ruhe, in einer Phase der weniger schlecht ist das neue Gut-Phase. Typisch bearish,
typische Bärenmarkt-Rally. Und mehr ist es nicht. Ja, das ist dünnes Eis, es kann brechen. Die Frage ist, haben wir den Boden schon gesehen? Also das gegensätzliche Szenario. Ich meine, wir haben sehr viel negativ eingepreist. Das erklärt natürlich auch, wo man jetzt ein bisschen hochgeht, vor allem die traditionellen Märkte, sehr viel mehr. Man merkt also, das Risikobewusstsein ist wieder da, aber eher eben bei den traditionellen Märkten, beim Nasdaq, der deutlich stärker performt als Bitcoin jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen. Und ja, wie ist da so deine Einschätzung? Boden hängt natürlich wieder an wahrscheinlich irgendwelchen Ereignissen, oder? Ja, natürlich. Ich denke, ich meine, wenn Black Swan kommt, haben wir keinen gesehen. Aber ich denke, so wie sich der Kurs aktuell verhält oder über die letzten Wochen, ja, man muss fast schon von Monaten sprechen jetzt, verhält. Wir haben eine solide Basis jetzt erstmal gefunden in einer gewissen Preisrange. Die haben wir jetzt verlassen. Müssen gucken, siedeln wir uns drüber an, fallen wir zurück. Könnten wir schon nochmal die 17.000, 18.000 zum Beispiel sehen. Das wäre zumindest denkbar, damit hier die Liquidität tiefer dann nochmal gesucht wird. Das ist ja auch immer, was viele vergessen. Da wird immer viel geredet von, ja, hier ist Widerstand und da ist Unterstützung, ist alles schön und gut. Aber wenn wir darüber nachdenken, wer diesen Markt wirklich bewegt, ja, welche großen Player überhaupt das Volumen haben, so einen Markt, und auch Bitcoin gehört da dazu. Ich meine, sehr, sehr viele Millionen brauchst du schon, damit sich da mal was bewegt, dann die suchen einfach Liquidität natürlich. Ja. Und wenn die jetzt einfach sehen, hier fehlt die Stärke, dann ist natürlich die Gefahr da, damit sie sagen, okay, dann schauen wir mal weiter unten nochmal, wie da dann die Stärke ausschaut, ob da der Markt besser reagiert. Und ich will hier jetzt auch nicht wild mit irgendwelchen Preisen durch die Gegend werfen, selbstverständlich. Nee, aber falls wir den Boden noch nicht gesehen haben, also falls wir die 17.000, 18.000 verlieren, dann wäre die nächste Station höchstwahrscheinlich irgendwo zwischen 14.000 und 15.000 zu suchen. Ja. Klingt hart, aber ist so. Also, dann würden sich die Shorter freuen, wenn sie rechtzeitig shorten. Ansonsten diejenigen, die gerade long sind, eher nicht so. Wichtig ist, hier einfach auch zu verstehen, man muss Bitcoin und Krypto eben, und ich glaube, das haben spätestens jetzt auch alle verstanden, einfach im großen Gesamtbild sehen. Ja, ich meine, wir können euch Geschichten erzählen und dass wir daran glauben und wie toll die Zukunft sein könnte und vor allem auch eine digitale Zukunft mit begrenzten, einzigartigen Assets, vielleicht ermöglicht durch die Ethereum-Chain, vielleicht dezentrales, freies, zensurresistentes Geld, was existiert, aber auch viel, viel mehr noch Akzeptanz findet und auch Nutzen, eben neben der Tatsache, dass man es einfach nur ins Portfolio legt und hält. All das wird sich noch herauskristallisieren und wir sind noch auf einem weiten Weg. Gucken wir uns die Adaptionskurven an. Ist es noch ein Weg zu gehen? Ein Weg, den ich weiter für sehr aussichtsreich und interessant halte. Eine Wette, die es definitiv wert ist, im Portfolio zu haben. Aber eben auch neben Krypto, und da sind wir beide einfach schon zu lange dabei, sind natürlich auch andere Finanzwerte interessant.